Hallo Leute, ich bin's Daria. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Heute werde ich mit euch ein kleines Workout machen. Und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, möchte ich euch noch etwas erzählen. Und zwar, egal was ihr für Ziele habt, ob ihr etwas Fett reduzieren möchtet, ob ihr ein Sixpack haben möchtet oder Muskelmasse aufbauen möchtet, was auch wichtig dabei zu beachten ist, ist auch die Ernährung. Wenn ihr euch falsch ernährt, dann kommt ihr leider nicht an euer Ziel. Deswegen achtet auch darauf. So, und ich würde sagen, legen wir jetzt einfach mal los und machen etwas für unseren Körper. Ich werde auf jeden Fall mehrere Wiederholungen machen. Probiert einfach für euch einen kleinen Rhythmus zu finden. Also wenn ich zu schnell für euch bin oder zu langsam, dann macht die Übung einfach nach eurem Tempo. Und ja, los geht's. Zuallererst braucht ihr einen weichen Untergrund. Ich habe jetzt einfach eine Decke genommen. Eine Sportmatte ist natürlich perfekt. Wer aber jetzt keine Sportmatte hat, kann natürlich so wie ich jetzt einfach eine Decke verwenden. Ich denke, das hat einfach jeder zu Hause vorhanden. Zuallererst gehen wir in den Plank. Dann stützen wir uns mit den Armen nach oben. Und wechseln uns jetzt mit den Füßen ab. Und zwar so. Kurze Pause, dann gehen wir wieder in den Plank. Und wieder hoch und das gleiche machen wir nochmal. Das ist jetzt eine kurze Aufwärmung gewesen. Jetzt dehnen wir nochmal kurz die Füße, bevor es gleich losgeht. So, und zwar gehen wir jetzt in den seitlichen Plank nach oben, stütze uns hier auf den Knien ab, machen die Hände nach oben und führen die Ellbogen zum Knie. So, und das gleiche machen wir auf der anderen Seite nochmal. Knie nach hinten oder nach vorne rausstrecken, das ist eigentlich egal. Nach oben, hier schön Spannung halten und das gleiche nochmal eins. Kurze Pause. Sind hier die Arme nach hinten, Füße sind nach vorne gestellt, ihr nehmt den Oberkörper hoch und geht mit den Ellbogen nach hinten runter. Kurze Pause, ausstellen. Wenn ihr es richtig gemacht habt, dann spürt ihr es auf jeden Fall hier im Trizeps. So, jetzt gehen wir nach vorne. So, davon machen wir jetzt auch circa 10 Stück. Los geht's.
kurze Pause. Davon noch eine Wiederholung. Los geht's! Wieder eine kurze Pause. Gerne einmal auch die Arme dehnen. Jetzt legen wir uns auf den Rücken. So. Hände hinter den Kopf und hin und her mit den Füßen. Stell mal die Füße auf, Hände an der Seite und den Oberkörper heben nach oben. Und die ganze Runde machen wir noch einmal.
Ja, Leute, das war jetzt ein kleines Workout für die gesamte Körpermuskulatur. Jetzt hängt es von euch ab, wie viele Wiederholungen ihr macht. Und ja, kommt einfach an eure Grenzen, macht aber nicht zu viel. Wenn ihr merkt, es geht überhaupt gar nicht mehr, dann lasst es einfach sein. Aber so 2 bis 3 Wiederholungen schafft ihr auf jeden Fall. Ich bin gespannt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch das kleine Workout hier gefallen hat. Und lasst mir gerne ein Like da. Seid gespannt, ich habe noch einiges für euch parat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!